Ich begrüße unseren Gästetrainer und bitte ihn direkt um sein Statement. Ja, guten Abend. Zuerst Glückwunsch an Erlangen zu ersten beiden Punkten oder zum ersten Sieg in der Liga. Es ist natürlich ein wenig bitter, wenn das dann gegen uns der Fall ist, aber wir haben von Anfang an gewusst, was uns hier erwartet. Eine Mannschaft, die schon am 6., 7. Spieltag mit Rücken gegen Wand steht und alles von sich geben wird und nie aufgeben wird. Das haben sie auch sehr gut umgesetzt, meiner Meinung nach. Und wir haben auf der anderen Seite einfach in der zweiten Halbzeit eine wirklich schwächere Vorstellung abgegeben, sowohl beginnend mit der Abwehr, wo wir sehr langsam in den Duellen waren, wo wir sehr einfach diese zwei Kämpfe offensiv verloren haben und ein paar unglückliche oder unnötige Tore dadurch kassiert haben oder dann in der Phase mit einigen Fehlwürfen, wo wir das Spiel für uns eigentlich hätten entscheiden können, aber das ist so. Man verwirft, man macht Fehler und dann kommen noch unglückliche Zeitstrafen, weil eben unser Abwehrverhalten in der zweiten Halbzeit schwächer war. Und so hat Erlangen eben die Chance gehabt, zurück ins Spiel zu kommen. Das haben sie super genutzt. Und am Ende, sage ich mal, ob verdient oder unverdient, spielt keine Rolle. Aber sie haben gewonnen. Das ist am Ende, was zählt. Und wir haben zwei Punkte einfach liegen gelassen. Nichtsdestotrotz kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie haben alles von sich gegeben. Am Ende hat uns ein wenig Cleverness gefehlt, unter solchen Bedingungen solche Spiele einfach nach Hause zu fahren. Und da müssen wir einfach jetzt dran arbeiten, das analysieren und weiter nach vorne schauen. Nächste Woche ist nächste Chance, weitere Punkte zusammen. Danke. Vielen Dank. Frank, Glückwunsch zum ersten Saisonsieg. Wie sieht dein Fazit aus? Ja, auch erstmal schönen guten Abend. Ja, wie sieht mein Fazit aus? Ich war in erster Linie dankbar und auch begeistert, dass die Halle hier uns dermaßen annimmt. Das war, denke ich mal, auch ein Faktor heute im Spiel. Wir haben in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht zu ängstlich gespielt. Wir haben uns zwar viel vorgenommen, die Zweikämpfe offensiv anzugehen und auch versuchen die Gummersbacher Mannschaft, die sicherlich auf allen Positionen auch gut besetzt ist und auch in der Saison gezeigt hat, wenn sie mit Schwung kommen, wenn sie mit Tempo kommen, dass sie jede Mannschaft in der Liga wirklich auch Probleme bereiten können. Und die ersten Tore waren einfach zu einfach. Im Angriff, denke ich mal, haben wir passabel kombiniert, haben unsere Chancen rausgespielt, aber halt nicht so konsequent genutzt, wie wir uns das vorgestellt haben. Unterm Strich habe ich in der Halbzeit zur Mannschaft gesagt, der Unterschied sind 4 Abpraller und 2 Zeitstrafen, die beide also relativ unnötig waren, haben wir schlecht verteidigt und das ist eine Situation, wo wir daran arbeiten müssen, nach wie vor, dass wir da nicht in so viele Unterzahlsituationen kommen. Zweite Halbzeit, ja, da haben wir uns viel vorgenommen, wir haben gesagt, ja, jetzt gehen wir es an und zweite Halbzeit ist schon in der Vergangenheit oft unsere Halbzeit gewesen. Aber wir sind am Anfang haben wir es nicht richtig geschafft, richtig reinzukommen. Wir haben nach wie vor auch zu große Räume in der Deckung gelassen und Gummersbach war kurz vor der Vorentscheidung. Hat nur noch der Lucky Punch gefehlt, wir bei 19-15. Ja, und ich denke, dann hat die Mannschaft das gezeigt, was sie eigentlich in diese Liga geführt hatte, was sie am besten kann, dann einfach irgendwo auf Kampfmodus zu schalten, mit hinten Bälle erkämpfen, dann versuchen auch Kontersituationen zu schaffen, sich nicht beeindrucken lassen von Fehlwürfen oder Torhüterparaden und einfach weitermachen. Und dafür sind wir eigentlich an diesem Tag auch belohnt worden. Ich möchte sicherlich jetzt sagen, heute was sehr wichtig war, dass das ein Spieler, der sonst nicht so im Fokus gestanden ist, letzter wieder wie der Chris Nienhaus, in meinen Augen heute eine sensationelle Leistung gezeigt hat im Abwehrbereich und auch sehr mutig dann nach vorne gespielt hat. Und ich denke, was auch sehr, sehr wichtig war, dass gerade in der Phase, wo ein bisschen die Konzentration nachgelassen hat bei der Gummersbacher Mannschaft, mit Basti Krämer nochmal ein neuer Impuls gekommen ist, der wirklich dann auch dazu geführt hat, dass dann einfach die Bälle ein bisschen mehr auch auf unserer Seite waren. Und der dritte Faktor, neben dem, dass der Oliver Hess heute meiner Ansicht nach sein bestes Bundesligaspiel bestritten hat,
ich oft ungern eigentlich einzelne Leute raushebe, aber es war halt sicher die Steigerung von Nico Link in der zweiten Halbzeit im Angriff, wo er wirklich den Weg dahin gesucht hat, wo man so schön sagt, wo es weh tut und dafür auch belohnt worden ist. Ja, und ich kann die Mannschaft nur beglückwünschen. Sie hat halt einfach für harte Arbeit einfach heute das erste Mal die Früchte eingefahren und ich hoffe, dass das Nürnberger Publikum auch in Zukunft Spaß hat, hier Handball zu sehen, ja, und der Mannschaft den nötigen Rückhalt gibt. Dankeschön. Vielen Dank, Frank. Stefan Adam, deine Einschätzungen zum Spiel heute? Ja, ich bin in erster Linie total glücklich, muss ich sagen, und erleichtert, dass wir heute den ersten Sieg eingefahren haben. Das war ja wirklich ein Wechselbad der Gefühle heute. Wir haben viele Phasen gehabt, wo wir eigentlich, genau was Frank schon gesagt hat, wo wir uns hervorragend die auch teilweise hervorragende Chancen rausgespielt haben, die dann aber nicht genutzt haben. Ole Ramel teilweise tragisch am Innenpfosten mehrfach gescheitert und haben einfach viele Situationen liegen lassen, um im Spiel zu bleiben, beziehungsweise auch vielleicht mal das Heft in die Hand zu nehmen. Und dass wir unter diesen Voraussetzungen dann am Ende es doch noch geschafft haben, wirklich die Ruhe zu bewahren und das Spiel wirklich noch zu gewinnen, das muss ich sagen, das ist für mich schon wirklich ein absoluter Meilenstein, weil das war alles andere selbstverständlich heute. Und wirklich ganz großes Kompliment an die Mannschaft. Und es freut mich, wie gesagt, total auch für das gesamte Team, auch für das Trainerteam, für Frank, dass die Arbeit, die ja immer schwierig ist am Anfang einer solchen Saison, wo viele Negativfaktoren zunächst mal eine Rolle spielen. Wir haben die ersten drei Auswärtsspiele verloren, wir konnten das erste Heimspiel nicht gewinnen. Das sind alles so Dinge, wir haben da viel schon drüber gesprochen, auch in der Öffentlichkeit, die einen Aufsteiger erwarten, aber dann eben die Ruhe zu bewahren. Und es hätte heute auch andersrum ausgehen können. Das war heute wirklich ganz fantastisch. Was auch ganz fantastisch war, war wirklich die Atmosphäre heute. Das hat das erste Spiel hier in der Arena nochmal, finde ich, deutlich getoppt. Also man hat den Eindruck, als wenn wir hier schon seit Jahren spielen und das Publikum immer schon Handball hier gesehen und erlebt hätte, auch in schwierigen Phasen, haben alle mitgemacht und dafür auch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Und ja, ich glaube, jetzt sind wir ein kleines Schrittchen, wie gesagt, weiter und können jetzt in Ruhe weiterarbeiten, ohne irgendwelche wilden Diskussionen in der Öffentlichkeit, ob die Mannschaft zu schwach ist oder sonst irgendwas. Und jetzt kann man mal Luft holen. Am Mittwoch erwartet uns die nächste schwierige Auswärtsaufgabe beim aktuellen Champions-League-Sieger in Flensburg, wo wir sicherlich natürlich als Underdog ins Spiel gehen. Und also nochmal Riesenkompliment. Ich wünsche dem VfL Gummersbach und seinem Team alles Gute, auch gute Heimfahrt. Vor allen Dingen Emir und deinen Jungs. Und hoffe, dass wir uns mindestens genauso zahlreich wie heute, am liebsten noch deutlich zahlreicher, dann in den zwei Wochen dann hier, wenn wir gegen den TBV Lemgo spielen, auch ein großer Name, dann hier in der Arena Nürnberger Versicherung wiedersehen.